Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem neuen Let's Play. Diesmal nicht Arma 3 und auch nicht DayZ. Diesmal spielen wir Firewatch. Ich bin eigentlich durch Zufall auf dieses Spiel aufmerksam geworden. Es hat sich ganz interessant angehört. Und zwar ist es ein Mystery-Spiel aus der Ich-Perspektive anscheinend. Und ja, da muss man dann hier so quasi, also ich kann euch mal ein bisschen so Hintergrundinformationen geben, bevor wir anfangen. Und zwar spielt das Ganze im Jahr 1989. Wir sind ein Typ namens Henry, glaube ich. Der hat ein ziemlich chaotisches Leben anscheinend. Und dann hat er sich gedacht, wie es halt jeder so macht, hey, drauf geschissen, ich gehe nach Wyoming auf den Turm im Wald, auf dem Berg. Weil da ist dann weg mit Chaos, ne? Kein Chaos mehr, dann wird alles wieder cool. Und dann sitzt er da so in seinem Turm drin, er ist dann quasi hier ein Brandwächter im irgendein, was weiß ich, Naturschutzgebiet oder so. Und dann ist sein Job hier, nach Rauch Ausschau zu halten, ja? Also, da geht auf jeden Fall was. Und genau, er ist jetzt hier anscheinend dann auch, also wir sind dieser Henry, wie schon gesagt, und wir sind dann auch hier erstmal alleine, glaube ich, in diesem Turm und so. Und müssen halt dann, wie gesagt, den Wald hier beobachten und die Wildnis hier schützen und so. Und wir haben nur eine Ansprechpartnerin, so wie ich das hier gelesen habe. Und zwar ist es eine Frau namens Delilah und mit der kommunizieren wir über ein Funkgerät. Und anscheinend passiert dann lauter kranker Scheiß hier so, weißt du, weg vom Chaos ins Chaos, so auf die Art. Und wir müssen hier anscheinend dann hier so mal ein paar Rätsel lösen oder so. Keine Ahnung, wir werden es auf jeden Fall gemeinsam rausfinden. Ich habe es noch nicht gespielt, also es ist hier gerade das erste Mal, dass ich es offen habe, das Game. Und ich würde sagen, wir fangen zusammen. Boah, sorry. Wir fangen zusammen an, das Spiel zu spielen. Und zwar machen wir. Schau mal, das ist aber nett. Und zwar machen wir ein neues Spiel. Oh ja. Wir nehmen ein neues Spiel mit dem Titel Leer. Sehr gut. Ja, es lädt, es lädt. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn es lädt. Okay, und es geht los. Und anscheinend switcht es halt immer so zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. Also das wird jetzt noch in der Vergangenheit sein. Hier sehen wir es schon, 1975. Das ist Vergangenheit. Und ich sehe gerade die Julia. Übrigens. Ja. Ach so. Ich muss es anklicken. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels einen Trinken. Der Klassiker. Ich gehe zu ihr. Ich bin betrunken. Ha! Also, was ist dein Hauptfach? Du siehst gut aus. Also, wir müssen jetzt hier die Konversation mit ihr führen anscheinend. Und du siehst gut aus, sagt jeder. Deswegen sagen wir, was ist dein Hauptfach? Okay. Und dabei lalle ich natürlich und rieche nach Bier. Naja, gibt Schlimmeres. Ich lächle unbeholfen. Evolutionsbiologie, antwortet sie. Und sie ist auch noch Dozentin. Boah, krass, cool, erwidere ich. Oh, cool. Und du, fragt sie, sie rümpft die Nase. Toxikologie, what the fuck? Machst du dich über mich lustig, fragst du. Sie nickt. In der Sorge, dich gekränkt zu haben, fragt sie dich, ob ihr euch einen Cheeseburger teilen wollt. Ja, klar, Alter. Romantik pur! Eine Woche später sind wir zusammen, ja? Hier, also, ihr wisst Bescheid. Bier und Cheeseburger. Der Klassiker. So. Und, oh mein Gott, ist es schnell. Und ich stehe im Fahrstuhl. Ich kann Objekte benutzen sogar. Jetzt warte mal. Ich muss hier erstmal kurz, wir können auch Untertitel. Ne, wollen wir Untertitel anzeigen?
Nee, brauchen wir nicht. Wir wollen auf jeden Fall mal Steuerung. Die Mausempfindlichkeit auf, sagen wir mal, die Hälfte vielleicht. Okay. Fortsetzen. Nee, noch ein bisschen weniger. 15, komm. Oh ja, das ist besser. Gut. Ich habe einen Rucksack. Alles klar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Was gibt's hier für uns? Oh, ich muss hier noch ein bisschen langsamer machen, sonst kriegt ihr alle hier Motion Sickness, wenn ich hier so rumeier, so ultra schnell. So, wir machen nochmal 10. Ich könnte auch eigentlich mit dem Controller spielen, oder? Aber ich habe ihn jetzt ausgesteckt. Nee. So, was gibt's hier noch zu sehen? Nichts. Gut, wir steigen mal ins Auto ein. Genau, hinten macht die Ladefläche am besten nicht zu. Oh Gott, wir sind schon ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Das ist perfekt, oder? Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Was geht? Und dann, warum wollen wir dann Brandwächter werden, bist du? Alter, das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nichts zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Was wollen wir jetzt? Beagle ist cool, oder? Was mache ich denn? Wir nehmen den Schäferhund und nennen ihn Mayhem. Und ihr entscheidet euch für den Beagle und sie tauft ihn Bucket. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wir hauen ja dann eh ab. Also ist drauf geschissen, oder? Dann geben wir ihr ihren Beagle. Also, Beagle. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Du auch. So, 1979. Wir unterhalten uns auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 Uhr abends und die Betonwüste unter uns quasi, glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Wollen wir Kinder? Ja schon, Alter, aber doch nicht, wenn wir hier noch in dem Stadium sind, dass wir Bier trinken auf einer Dachterrasse, oder? Wie geil ist das denn? Oder wenn wir überall Bier trinken, eines Tages. Ihr Blick schweift ab in Richtung der Berge. Uns bleibt ja noch genug Zeit, oder? Dir vielleicht. Mach dir keine Sorgen, Mann. Was ist los mit dir? Du sagst, was? Sie habe den Körper einer Erstsemesterin, ist aber nicht so komplimentärhaft. Komplimentärhaft. Kompliment. Ist kein Kompliment. Es gibt, glaube ich, kein anderes Wort dafür. Das haben meine Eierstöcke nicht mitbekommen, tut sie deine Bemerkung mit einem Lachen ab. Eines Tages, in Ordnung. Gut, eines Tages, sagt sie. 6 Monate später hältst du an einem Sonntagmorgen im Bett um ihre Hand an. Oh, das ist cool. Bestimmt beim Bier, oder? Bei einer Flasche Bier. So, oh, jetzt sieht es doch schon besser aus. Gut. Okay, jetzt ist hier der Trail, den wir hochlaufen müssen. Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich. Gut, wir können hier nichts anwählen, auf jeden Fall. Oh, ich glaube, wir sollten unseren Rucksack mitnehmen, oder? Okay, wir haben unseren Rucksack anscheinend schon da am Dizzle. Nachrichten und Notizen. Okay, haben wir noch nichts. So. Ich denke mal, dass wir jetzt uns auf den Weg zu unserem Brandwachturm machen werden. Jetzt kommt bestimmt wieder ein Blick in die Vergangenheit. Sehr schön. 1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Ja und, Alter? Was bin ich denn für ein Spasti, Alter?
Es ist doch ihre Entscheidung, wann sie nach Hause kommt. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Aha. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Ich werde sauer oder ich ignoriere sie. Was mache ich? Aber wenn ich sie ignoriere, dann können wir doch nicht streiten. Aber ich ignoriere sie. Oh oh. In dieser Nacht haltet ihr Abstand voneinander. Am nächsten Tag plagen dich Schuldgefühle, weil du so wütend warst. Du fragst sie, wie ihr Abend war. Toll, antwortet sie. Oh Gott, am besten verpisst du dich gleich. Du nimmst es ihr immer noch ein wenig übel. Oh Mann, ich mach Kaffee und gehe zur Arbeit. Okay. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. 1981. Ey, was geht denn, ey? Die haben immer nur ein Highlight im Jahr dort. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet, warum immer noch, hat sie schon mal gezeichnet? Habe ich was verpasst? Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Ach so, okay. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln wie He-Man an. Du tänzest herum wie ein Victoria's Secret Model. Nee, Mann, ey, ich bin ihr Muskelparkett. Ja, ich weiß, danke. Oh, oh. Bam. Es ist schön, dass ich immer nie weiß, wie ich lang gehe oder wo ich rauskomme. Oh, was ist das? Das ist ein schöner Baum. Also idyllisch noch gerade, hä? Two Forks, Fire Lockout. Wie viel? 8 Meilen! Oh, come on! Alter, da darf ich in der Nacht rumlaufen. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren. Das ist unser Beagle. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Boah. Er tritt Bucket. What? Buba, fa, verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Ach so. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Du jagst ihn davon. Natürlich poliere ich ihm die Fresse, der hat meinen Hund geschlagen, der kleine Ficker. Er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm, aber du prügelst ihn krankenhausreif. Du fühlst dich nicht sonderlich stark, natürlich. Du heulst Rotz und Wasser, bis die Polizei fragt. Was? Warum? Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Hey, bin ich... Was soll das? Jetzt habe ich ihm doch gerade die Fresse poliert und dann weine ich oder was? Also entweder oder, also... Von da an spaziert ihr am Fluss entlang, sehr geil. 1984. Bei der Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Oh shit. Julia wird ein Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie werde dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Naja, was soll das denn? Nee, die soll nur ihr Ding machen. Also bin ich einverstanden, wenn sie pendelt. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Was für ein Vorfall? Ach so, sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Naja, wenn sie ihm leiht, dann braucht sie doch nicht ausflippen, oder? Oder hat es geklaut, der kleine Ficker? Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Okay, passt schon, Burnout. Oder Schizo. Irgendwas. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Warum weinen hier immer alle? Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Nein. Verdrängen ist nicht gut. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. What the fuck? Ihr beschließt, vorerst niemanden davon zu erzählen. Vielleicht ist sie nur ständig besoffen, weil sie bierabhängig ist. Alkoholiker. Oh, ein Tagebuch. Ja, wo wir dann immer hier auf einmal aufkreuzen, ne? Also wir nehmen mal das Tagebuch. Kann ich hier zoomen? Okay, ich hab's nicht gecheckt. Bucket wird langsam alt.
Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Und sie wird dauerhaft krankgeschrieben. Oh, damn, hey, es tut mir echt voll leid, Jules. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Hey. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Aber leider verschlimmert sich ihr Zustand immer weiter. 1988. Ich verbringe meine Tage damit, mich zu Hause um Julia zu kümmern. Okay. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann. In einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Ich glaube, wir vertrauen hier mal auf Daniel, wenn er sagt, sie solle doch bitte rund um die Uhr betreut werden. Ich kann sie ja besuchen, ne? Aber es bringt uns ja sonst beiden nichts, ne? Also, ciao, Jules. Ich denke, wir müssen in diese Richtung. Wir haben jetzt hier im Wald übernachtet, wie ihr gemerkt habt. So. Oh, schau. Ihre Eltern sind mit deiner Entscheidung einverstanden. Du findest eine großartige Einrichtung für sie in Boulder. Du besuchst sie jeden Tag. Später nur noch jeden zweiten Tag. Du gehst mit deinen Freunden in die Bar. Es ist nicht mehr wie früher. Wenn du mich jemals, so wie Henry, in ein Heim steckst, schneide ich dir die Eier ab. Ach so. Glaubst du, bekommt jeder deiner Freunde von seiner Frau zu hören? Ach so. Das ist hier so ein Gedankending, was ich mir hier einbilde und so, ne? Du beschließt allmählich, dich seltener mit deinen Freunden zu treffen. So, so. 1989. Julias Schwester Susan zieht nach Boulder, um in ihrer Nähe zu sein. Sie besucht sie täglich, manchmal begleitest du sie. Susan kauft dir eine alte Schreibmaschine. Du sollst schreiben, wenn du schon keinen Therapeuten aufsuchen willst. Willst du nicht? Du hast Susan schon immer sehr gemocht. Oh, oh. Monate vergehen. Bucket stirbt. Nein, Bucket! Wenn du Julia von ihm erzählst, kann sie sich nicht an ihn erinnern. Manchmal dauert es auch eine Minute, bis sie dich erkennt. Insgeheim glaubst du, es liegt daran, dass du sie immer seltener siehst. Und je seltener du sie siehst, desto mehr vergisst sie dich. Glaubst du. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Und das ist jetzt unser Job, wetten? Ich nehme den Job. Oh yeah, oh yeah. Betritt den Feuerwachturm. Jetzt sind wir hier. Bam, baby. Das ist mein eigener persönlicher Turm. Oh yeah. Mitten in der Nacht. Jetzt sind wir 13 Meilen gelaufen, oder was? Wisst ihr doch, was, ist das echt so? Ey, sind da hier 13 Meilen, dann musst du laufen, oder was? Ne, 8 Meilen waren es. Was ist das? Ein Bett? Ne, das ist ein Generator und ein Scheißhaus. Sehr geil. Alter, warum kann ich da nicht einfach ein Loch in den Turm reinbohren und dann hier? Na, okay. Das ist unser... Warum ist hier zu? Oh, Gas haben wir hier. Eine schöne Aussicht eigentlich. Finde ich schon ziemlich nice. So, jetzt werden wir gleich mal was testen. Okay.
Also hier, es ist kein Schatten zu sehen. Na gut. Oh, hier war die Eingangshürde. Okay, jetzt muss ich den Strom einschalten. Bam! Voll den Hallo, Bitch Two Slip. Forks Tower. Hallo. Ich habe einen Kartentisch. Ich habe außerge was ein Two außergewöhnlicher Forks Geist. Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Sehr gut. Das ist bestimmt die Delilah. I know you're there. Your lights are on. So, die linke Umschalttaste halten, um das Funkgerät zu aktivieren. Jetzt warte mal. Ich glaube, wir machen jetzt doch mal Untertitel an. Das bringt uns bestimmt mehr. Gut, die linke Umschalttaste, um das Funkgerät zu aktivieren. Okay, gut. Oh. Hello, whoever this is. It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, ich muss erraten, was mit ihr nicht stimmt. Oh, drei Ehemänner. Also ich habe die Auswahl jetzt. Du hast drei Ehemänner umgebracht oder du rebellierst gegen deine Mutter oder zu Hause kann dich niemand leiden. Ich bin für You're die. just gonna leave me Nein! out on this? Ugh, fine. Scheiße, But ich I'm gonna take a hab zu lange second here and gebraucht. have a Fuck. guess about you. Let's see. I don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Huh, is that it? Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Oh yeah, das war eine super Konversation. Oh mein Gott, wie Good geil. morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Soll ich sie gleich? Nee, noch nicht. Ach Gott, jetzt muss ich hier schon wieder darauf antworten. Okay. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. Das ist der Kartentisch. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, fi. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to. Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Oh yeah, Feuerwerk, Feuerwerk! Are those fucking fireworks? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Okay. Kick the shit out of him, so to speak. No, Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's Alter, actually was ein bad Code. for all of them. Okay. Secure. Shut up. Okay, wir brauchen Seil. Wo ist das Seil? Ich hab's verkackt. Wo ist das Seil? Vorräte, nee. Werkzeugkasten. Hallo? Oh. Wasserbehälter? Nein. Ofen. Alter Holzofen. Vorräte. Verdammt!
Wo ist mein Seil? Wo ist denn das Seil? Ich brauche doch ein Seil. Ich habe es verkackt. Thermoskanne, nehme ich. Boah, geil. Genau. Der Tod kommt um 2. Okay. Vorräte. Wasserbehälter? Wo ist denn jetzt. Bleichmittel brauche ich nicht. Wo ist denn jetzt hier die. Nee, nee, nee. Ich muss noch mal kurz reingucken. Ne, das ist hier wirklich nicht, ne? Gut, Space, wir brauchen nicht Wasserbehälter, wir haben alles, ne? Spülmittel, ne, will jetzt nicht abwaschen. So, ein Kiefernzapfen. Sehr gut. Bleichmittel, Vorräte, alte Karte. Sollen wir die mal mitnehmen? Ne, die bringen uns nichts. Okay. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein Seil. So. Und wir haben übrigens noch unseren Ehering am Stissel. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, oder? Wie blöd bin ich eigentlich? So. Bevor wir uns jetzt zu diesem schönen Feuerwerk begeben, welcher Affe macht mitten am Tag ein Feuerwerk? Ey, die können ja nicht recht klug sein. Mache ich jetzt hier mal einen kurzen Break, würde ich sagen. Und beende hier mal die erste Folge. Es war jetzt zwar ein bisschen viel zu lesen, beziehungsweise ein bisschen viel Text, aber ich glaube, das ganze Spiel wird jetzt noch hier so. Also, es ist halt hier so meistens. Ich unterhalte mich halt mit der tollen Frau hier. Und muss dann innerhalb von einer vorgegebenen Zeit eben anscheinend eine Antwortmöglichkeit auswählen. Ich hoffe, das ist in Ordnung so für euch, Leute. Lasst es mich am besten mal in den Kommentaren. Wissen, weil ich glaube, wenn ich alles mitlese, dann kommen wir gar nicht mehr irgendwie klar. Deswegen habe ich jetzt hier mal die Untertitel angeschalten, dass man es halt mitlesen kann, wenn sie auf Englisch redet. Und werde dann einigermaßen zügig versuchen, die Antworten darunter zu bauen. Aber ansonsten würde ich sagen, bis dahin, das war jetzt erstmal die erste Folge von Firewatch. Und ja, also. Ich bin gespannt. Bis jetzt ist es ganz cool. Also ich finde den Humor auch cool von dem Spiel. Und ansonsten würde ich dann sagen, Leute, wir sehen uns in der zweiten Folge. Ich könnte auch hier eigentlich die ganze Zeit zu lange bleiben, bis sie hier alles verballert haben. Aber es macht nicht. Leute, wir sehen uns bald wieder. Beziehungsweise in der nächsten Folge, hoffe ich doch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, und einen Kommentar. Und dann ist der Brandwächter erstmal raus, Leute. Bis gleich.